Hallo zusammen. Heute sind wir mal bei den Externsteinen. Und die meisten von euch, ja, kennen sie wahrscheinlich schon, waren auch schon selber hier. Wir haben jetzt das Pech, dass wir an einem Sonntag hier gelandet sind. Und das hat mittlerweile schon echt sehr touristische Züge, das Ganze. Also hier sind Leute ohne Ende. Wir werden trotzdem versuchen, ein paar Eindrücke zu filmen, um euch zu zeigen. Ja, ein bisschen Wissenswerte zu erzählen über die Externsteine. Die Externsteine sind eine markante Sandsteinfelsformation im Teutoburger Wald und gelten als eine der bekanntesten Natursehenswürdigkeiten Deutschlands. Zu finden sind sie in Nordrhein-Westfalen im Kreis Lippe, wo sie von einer parkartigen, jedoch recht wildwüchsigen Anlage umgeben sind. Der Name der Externsteine leitet sich von der germanischen Wortwurzel ack für scharf, spitz, kantig oder Ecke für Schneide, Saum, Bergrücken ab. Die einstige Bezeichnung Eggerstersteine bezeichnete ursprünglich also in etwa einen spitzkantigen oder spitz zulaufenden Bergrücken. Eine passende Bezeichnung, vor allem wenn man die Steine aus der Luft betrachtet, die zu den schönsten Naturwundern Deutschlands zählen. Über 500.000 Besucher kommen alljährlich hierher. Auch schon die Frühgermanen verehrten diesen Ort vermutlich als Heiligtum und mystischen Kultplatz, um den sich zahlreiche Legenden und Sagen ranken. Von einem werden sie als zu Fels erstarrte Riesen längst vergangener Zeiten erachtet. Andere wähnen in ihnen gar eine vorzeitliche Burg, auf der im 9. Jahr nach der neuen Zeitrechnung der Cheruskerfürst Arminius die germanischen Stämme zu einem Aufstand gegen die römischen Besatzer formierte und in Folge drei römischen Legionen eine vernichtende Niederlage beibrachte. Auch die bekannte Seherin Veleda soll um ca. 70 nach der Zeitrechnung eine Weile in oder an den Externsteinen gelebt haben. Zumindest berichtet der römische Schreiber Tacitus von ihr, dass Veleda an einem hohen Turm gelebt haben soll, was die Vermutung nahelegt, dass damit die Externsteine gemeint waren. Geschichtlich belegt ist, dass im 17. Jahrhundert ein lippischer Landesgraf zur Kontrolle des Fernstraßenverkehrs an den Externsteinen ein festungsartiges Jagdschloss anlegen ließ. Es blieb jedoch weitgehend ungenutzt und verfiel bald wieder, sodass es auf Anweisung der lippischen Fürstin Pauline um 1810 abgerissen und das Gelände um die Externsteine wieder in den Ursprungszustand versetzt wurde. Zahlreiche Versuche, ihre bizarren Formen auf ihre einstige Verwendung oder gar einen rituellen Gebrauch zu untersuchen, wechselten sich ab mit den Bemühungen, ihre Bedeutsamkeit politischen Zeitgeschehnissen anzupassen. Als im Dritten Reich völkische und nationalsozialistische Gruppierungen ihre germanischen Wurzeln zu erforschen begannen, wurden die Steine kurzerhand zu einem Zentralheiligtum urarischer Kultur erhoben, in dem schon eine auserwählte Priesterkaste aus dem untergegangenen Atlantis ihre Rituale zelebriert haben musste. Und es gab und gibt immer wieder Zeitgenossen, die hier gar den geheimen Aufbewahrungsort des Heiligen Grals vermuten. Ihr Entstehungsalter wird auf mindestens 70 Millionen Jahre, von manchen sogar auf 110 Millionen Jahre geschätzt. Insgesamt sind es 13 mächtige Sandsteinsäulen, die vor Urzeiten durch unvorstellbar tektonische Kräfte in die Höhe gepresst wurden. Zudem wird den Steinen eine besondere kulturgeschichtliche Bedeutung zugeschrieben, weshalb sie heute unter Natur- und Denkmalschutz stehen. Thank you.
Hier seht ihr übrigens den berüchtigten Wackelstein, an dem wir nun einen kleinen Stopp einlegen wollen. Als Wackelsteine werden üblicherweise Steinkolosse bezeichnet, die exakt ausbalanciert auf einer meist kleinflächigen Stelle ruhen, sodass sie, trotz ihres gewaltigen Gewichtes, mit geringem Kraftaufwand zum Wackeln gebracht werden können. Der Wackelstein der Externsteine indes wurde vor einigen Jahrzehnten abgesichert. Mächtige Eisenklammern wurden angebracht und seine Unterlage zusätzlich in Beton gegossen, die ein Herabstürzen seitdem verhindern. Die Bezeichnung Wackelstein ist somit also eigentlich gar nicht mehr zutreffend. Im Volksmund wird überliefert, wie der Wackelstein einst an seine exponierte Stelle gelangte, den der Teufel höchst selbst dort in tückischer Absicht hinaufgeschleudert haben soll. Einer aus dem Mittelalter stammenden, noch sehr frommen Sage nach, waren die Eggerstersteine lange Zeit über ein gespenstischer Ort im finsteren Wald, an dem die Menschen dem Teufel huldigten. Die Jünger des Satans versammelten sich dort in einer finsteren Kammer, um in der Dunkelheit ihren heidnischen Riten zu frönen, die jedem Christenmenschen ein Gräuel sein mussten. Nur durch ein rundes Loch im oberen Teil eines Turmes drang zuweilen etwas spärliches Licht hervor oder gelangte durch dieses in das finstere Innere hinein. Manchmal beschien es dann die in den Stein gehauene Fratze des Satans. Ihn verehrten die Heiden, die Gottvater im Himmel, seinen Sohn und den Heiligen Geist zutiefst verachteten. Ein frommes Mönchlein hatte es sich jedoch zur Aufgabe gemacht, dem Teufelsspuk ein Ende zu setzen. So machte er sich eines Morgens tapfer auf, um über das finstere Teufelsloch Worte der Weihe und eine heilige Messe zu sprechen. So sollte die Macht Satans gebrochen und der Ort teuflischer Anbetung zu einem Ort frommer christlicher Andacht werden. Als nun das fromme Mönchlein sich anschickte, die Stufen zum Raum der Finsternis zu ersteigen, da trat Satan selbst zwischen den Felsen hervor. Er fuchtelte wild mit seinen Krallen, rollte seine glühenden Augen und streckte eine lange Zunge aus dem Maul. Während seine spitzen Hörner feurige Flammen ausschickten. Der Mönch aber, der eine geweihte Monstranz mit sich führte, ließ sich nicht beirren. Hurtig kletterte er weiter die Felsen empor und stimmte einen Gesang an. Da ergrimmte der Satan und packte voller Wut einen riesigen Stein, den er nach dem frommen Einsiedler warf. Der aber hielt ihm seine heilige Monstranz entgegen, die den Teufel blendete. Der Wurf ging vorbei und blieb stattdessen auf einer der steinernen Säulen liegen. Und da nach wie vor teuflische Kräfte in ihm stecken, liegt er dort bis heute. Nachdem der Mönch dem Unhold eine tüchtige Weihwasserdusche verabreicht hatte, taumelte der Geschwächt zu einer alten Eiche, in der er sich versteckte. Da aber fuhr vom Himmel ein Blitz herab, traf die Eiche und so ereilte die göttliche Strafe den Satan. Wie wir ja alle nur zu gut wissen, ließ die Kirche damals nichts unversucht, um den alten Glauben unserer Vorfahren zu dämonisieren. Unsere einstigen Götter wurden zu Teufeln und Dämonen erklärt. Sie jedoch auszumerzen, sollte ihnen vollständig nie gelingen. Gleichwohl die Wissenschaft bisher keinerlei handfeste Belege dafür liefern konnte, dass die Externsteine einst als germanische Kultstätte gedient haben, liefert doch gerade die erwähnte Sage einige versteckte Hinweise. Bei der finsteren Kammer, an der sich die Jünger des Teufels versammelten, dürfen wir sehr wohl jenen Bereich vermuten, der auch als Höhenkammer, Satzelum oder als Sonnenfelsen bezeichnet wird, über den man heute über die sogenannte Mondscheinbrücke gelangt.
Lange Zeit über muss es sich hierbei um einen geschlossenen Raum gehandelt haben, eine Art Heiligtum, von dem aus unsere Vorfahren den Mond, die Sonne und die Planeten beobachteten. Und tatsächlich steht im sogenannten Sonnenloch das Licht der aufgehenden Sonne genau am Tag der Sonnenwende. Also eine Art vorchristlicher Sternwarte, um einen möglichst präzisen Kalender zu erstellen. Diente doch die Beobachtung der Natur und der Verlauf der Gestirne als wichtige Voraussetzung, um das Wetter und damit das Gelingen der Aussaat zu bestimmen, welche über Leben und Tod bestimmen konnten. Wahrscheinlich ist, dass hier einst eine Gruppe von Priestern, Goden oder Druiden mit wettertechnischen sowie zeremoniellen Tätigkeiten zugange war. So lange, bis sie vertrieben und der Felsenraum durch bewusste Zerstörung zu einer Art kleinen Kapelle umgestaltet wurde, in der sich daraufhin Mönche aufhielten. Kaum Licht drang von außen hinein. Nur zu bestimmten Terminen sollen die Sonnenstrahlen durch das kleine Rundfensterchen gefallen sein und das in den Felsen gehauene Gesicht beschienen haben. Wessen Antlitz darin einst verewigt wurde, ist bis heute ungeklärt. Sollten sich an den Felsen irgendwann einmal vorchristliche Zeichen oder Spuren befunden haben, so sind sie jedenfalls irgendwann aufs Gründlichste entfernt worden. Alles, was bis heute an den Steinen mit Sicherheit nachgewiesen werden kann, entstammt bereits christlichen Einflüssen aus dem Mittelalter. Die Grotten im Inneren der Felsen, die etwa im 10. Jahrhundert in die Felsen hineingetrieben wurden, sollen dort meditierenden Mönchen als Unterkunft gedient haben. Um die Grotten zu sehen, muss man sich mittlerweile aber einer Führung anschließen, da sie für normalsterbliche Besucher inzwischen leider nicht mehr zugänglich sind. Weiter unten am Felsen befindet sich das berühmte Kreuzabnahmerelief. Seine Entstehung wird auf das 12. Jahrhundert datiert und gilt als das älteste christliche Großrelief nördlich der Alpen. Auf dessen Einzigartigkeit das Augenmerk der Besucher zu lenken, sind der Westfälische Landesverband Lippe, Touristenführer sowie einige Kirchenvertreter besonders bemüht. Betrachten wir das Relief genauer, erkennen wir hier einen Mann, der auf einem abgeknickten, baumähnlichen Gebilde steht. In diesem erblicken viele Neuheiten gerne eine geknickte oder gar gebrochene Irminsul. Diese Annahme geht vor allem auf Wilhelm Theut zurück, der im Jahre 1929 in seinem Buch Germanische Heiligtümer die These aufstellte, das Kreuzabnahmerelief zeige mit dem gebogenen Gegenstand die einstige Kultsäule der Sachsen, auf der die Figur eines Mannes steht, die, zum Zeichen für den Sieg des Christentums über das einstige Heidentum, gebeugt dargestellt wurde. Und obwohl Theut für seine These keine abgesegneten Beweise erbringen konnte, verhinderte dies nicht die erneute Popularität dieses alten Symbols. In heutigen Heidenkreisen findet die Irminsul gemeinhin ihre Bedeutung als Sinnbild des germanischen Weltenbaumes wieder, der einst Himmel und Erde miteinander verband, und so ist sie inzwischen in vielerlei Ausführung überall anzutreffen. Einer Legende nach soll das sächsische Heiligtum der Irminsul tatsächlich einst in der Nähe der Externsteine gestanden haben. Manche sind sogar der Ansicht, dass eine solche auf deren Spitze gestanden hätte.
Zum Beweis wird gerne eine kleine Erhöhung mit einer kelchartigen Vertiefung auf der Spitze der Höhenkammer genannt, die zur standfesten Aufnahme der Irminsul gedient haben könnte. Ob dem wirklich so war, verbleibt allerdings reine Spekulation. Sicherlich aber mit einer der Gründe, warum Unbekannte in der Silvesternacht auf den 1. Januar 2017 heimlich eine hölzerne Irminsul auf der Aussichtsplattform platzierten. Die überlebte dort freilich nicht einmal 24 Stunden, da sogleich das THW und die Feuerwehr mit großem Aufgebot anrückten, um das ungenehmigte Schandmal einer vermuteten rechten Gesinnung, was auch sonst, sogleich wieder zu beseitigen. Die Geschichte berichtet, dass eine hölzerne Säule einst von den Sachsen als Weltenbaum verehrt wurde, bis Karl der Große sie im Zuge seines blutigen Feldzuges im 8. Jahrhundert zerstören ließ. Da sich, gemäß jener Legende, die Irminsul auf der Spitze der Höhenkammer befand, soll bei diesem Sturz auch der Deckenbereich des Satzelum beschädigt worden sein. Hier mal eine fiktive Ansicht, wie der Felsen vor seiner Zerstörung einmal ausgesehen haben könnte. Zusätzlich ließ Karl der Große noch einige tausend Sachsen hinrichten, die sich weigerten, den christlichen Glauben anzunehmen. Weshalb einige sicherlich nicht ganz zu Unrecht dafür plädierten, ihn eigentlich statt der Große richtigerweise Karl den Sachsenschlechter zu nennen. Christliche Interpreten wollen ihr Kreuzabnahmerelief freilich anders verstanden wissen und lehnen diese gewaltsame Sichtweise ab. Wie auch andere, weit nüchterne Zeitgenossen, sehen sie in der Darstellung lediglich eine abgeknickte Palme, wie sie gerade in südlicheren Ländern hin und wieder dargestellt wird. Andererseits ähnelt die Form auf dem Relief erstaunlich den Bildnissen sumerischer Lebensbäume, wie sie von kurdischen Frauen lange Zeit über noch als Tattoos oder auf ihren Körpern getragen wurden. Dass es sich hier somit sehr wohl um einen abgeknickten Lebensbaum handeln könnte, ist also auf keinen Fall auszuschließen. Nach dieser kleinen Exkursion nun aber noch weiter die Stufen hinauf zur Panoramaplattform, von der man einen wunderschönen Ausblick über den Teutoburger Wald genießt. Ebenso hat man von hier einen Blick auf die Höhenkammer. Unten wieder angelangt, findet sich vor diesem Felsen das steinerne Rundbogengrab. Von der Wissenschaft wird jene Deutung bevorzugt, dass es sich um die im Hochmittelalter nachgebildeten heiligen Stätten Jerusalems mit dem Grab Christi, der Kreuzauffindungsgrotte und dem Felsen von Golgatha handelt. Und sicherlich hoffen selbst heute noch einige darauf, dass sich Christus selbst eines Tages daraus erheben wird.
Jetzt noch ein paar Impressionen, die wir für euch auf dem Rundweg gesammelt haben, der uns einmal komplett um die Externsteine führt und den abzulaufen nur empfohlen werden kann. Dazu ein paar Klänge des Künstlers Frieden, der als Straßenmusikant öfters an den Externsteinen anzutreffen ist. Hier könnt ihr sehen, welche Risiken ich zuweilen auf mich nehme, um eventuell die ein oder andere gute Bildeinstellung zu bekommen. Es wurden sogar Wetten abgeschlossen, ob ich ins Wasser falle oder nicht. Hier noch ein wenig jüngere Geschichte, denn an dieser Stelle befand sich einst die Villa Victoria, die Besuchern um die Jahrhundertwende als Pension diente. Und auf dem künstlich vergrößerten See konnte man sich beim Wochenendausflug im Ruderboot die Zeit vertreiben. Ab 1912 fuhr sogar eine Straßenbahn zu den Externsteinen. Die führte bis 1936 durch genau diese Felsenschneise. An einem der Felsen lässt sich noch ein Haken zur Befestigung des einstigen Fahrradrades finden. Wir aber folgen nun weiter dem Hermannsweg, der uns an der Südwestseite der Steine entlang rechts hinauf in den Wald führt. An einer kleinen Aussichtsplattform lohnt es sich ebenfalls kurz Halt zu machen, von der man diese Aussicht genießen kann. Und wer etwas genauer hinschaut, wird rund um die Steine noch allerhand Opfergaben finden, die zeigen, dass die kultische Verehrung dieses besonderen Platzes auch bei heutigen Heiden längst keinen Einzelfall mehr darstellt. Thank you.
daran, dass der Mensch zu allen Zeiten schnell und gerne geneigt war und ist, seine eigenen Sehnsüchte und Prägungen auf besondere Orte zu projizieren oder sie für seine religiösen oder politischen Zwecke einzuspannen. Keiner von uns weiß heute mehr, was die externen Steine im Laufe der letzten 100.000 Jahre wohl alles gesehen haben. Und wenn sie sprechen oder wir sie verstehen könnten, hätten sie sicherlich so manches zu erzählen. Wen interessiert, welchen Weg wir an diesem Tag genommen haben? Hier, dank Google Earth, noch eine kleine Beschreibung. Elf wurde bei den Externsteinen übrigens ein touristisches Infozentrum eröffnet. Darin werden Kurzfilme und eine kleine Ausstellung zur Natur- und Kulturgeschichte der Umgebung gezeigt. Auch Führungen zu den christlichen Spuren an den Externsteinen starten von hier aus. Überhaupt ist generell auffallend, wie man bei der Informationsvermittlung sehr darum bemüht ist, germanische Bezüge zu vermeiden. Heißt, auch hier ist das Unbehagen, was der Nationalsozialismus an diesem Ort hinterlassen hat, bis heute noch recht deutlich zu spüren. Weiter vorne zu den Steinen hin schließt sich dann ein Restaurant für den hungrigen Wanderer an. Dieser Tage werden die Externsteine vor allem zu den Jahreskreisfesten wie Beltane oder der Sonnenwende von zahlreichen Pilgern aufgesucht, die hier ihre Feierlaune oder spirituellen Bedürfnissen frönen. Da diese Feiern unglücklicherweise immer wieder mal ausufern, gibt es heutzutage, sehr zum Bedauern und Unmut vieler Anreisender, strenge Auflagen seitens der zuständigen Gemeinde, die ihren Touristenmagnet gerne in einem familienfreundlicheren Licht präsentieren möchte. Wundert euch also nicht, wenn sich bei solch einem Besuch so etwas wie ein spirituelles Empfinden nur schwerlich einstellt. Wenn ihr die Steine lieber ohne viel Volk erfahren wollt, hat sich schlechtes Wetter bisher stets als bester Touri-Vergrauler erwiesen. Und ihr solltet natürlich nicht am Wochenende aufschlagen, so wie wir diesmal. Ach ja, und wenn ihr schon mal hier seid, stattet doch auch dem Hermann noch einen kleinen Besuch ab, der sich nur unweit der Externsteine ebenfalls im schönen Teutoburger Wald befindet. Damit endet nun unsere kleine Reise zu den einstigen Eggerstersteinen, einem der letzten großen deutschen Heiligtümer, die bis heute einen besonderen Platz im Herzen vieler Heiden einnehmen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter. Servus! Und wenn ihr HeidenTV ein wenig unterstützen wollt, dann abonniert doch bitte meinen eigenen YouTube-Kanal Phoenix, auf dem ich immer wieder mal meine Kunst vorstelle. Danke!